Tagesordnungspunkte 9a bis 9c. Jeweils erste Beratung der von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwürfe zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens und zur Verbesserung von verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten sowie Beratung des Antrags der Fraktion Die Linke mit dem Titel Elektronische Patientenakte zum Wohl der Versicherten nutzen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, den Platzwechsel zügig vorzunehmen. Das ist soweit erkennbar erfolgt. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Bundesregierung als ersten Redner das Wort dem parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister für Gesundheit, Dr. Edgar Franke. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Zeit heute um 3 Jahre zurückdrehen würden, wir fänden uns im ersten Jahr der Pandemie, eine Rekordzeit entwickelter Impfstoff gegen Corona stünde kurz vor der Zulassung. Der überwiegende Teil der Mehrheit der Bevölkerung fieberte dieser Innovation entgegen. Der Impfstoff wurde maßgeblich von einem deutschen Unternehmen mitentwickelt. Das klingt zunächst erstmal nach einer Erfolgsgeschichte. Zur Wahrheit gehört aber auch viele sehr wesentliche Daten darüber, ob dieser Impfstoff seine Hoffnungen erfüllt, erhielten die Wissenschaftler aus Israel, nicht aus Deutschland. Forschung, Innovation und medizinische Versorgung im 21. Jahrhundert sind ohne effektive Gesundheitsdatennutzung aber heute kaum mehr möglich. In der Forschung, die auf dem Gesundheitsbereich beruhen, stehen wir in Deutschland schon jetzt im internationalen Vergleich nicht gut da. So ehrlich muss man zunächst sein. Krebs, Demenz, Diabetes in einer älter werdenden Gesellschaft müssen wir uns gegen viele große im Alter zunehmende Volkskrankheiten besser wappnen. Dazu ist Forschung, dazu sind Gesundheitsdaten nötig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Fachkräfte im Gesundheitswesen werden rarer. Sie sind nicht durch Digitalisierung zu ersetzen, aber Digitalisierung sollte ihre Arbeit erleichtern. Ein ganz praktisches Beispiel sind die Videosprechstunden für Sie. Heben wir auch die Mengenbegrenzungen auf. Wir kombinieren mit diesen Gesetzen beides, nützliche Digitalisierung im Alltag und die gemeinwohlorientierte Weiterverwendung von Daten. Das wird die Versorgung in Deutschland enorm steigern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Herzstück der Gesetze ist die elektronische Patientenakte. Dieses Herz wird nur beginnen, in Alltag zu schlagen. Wenn Sie einen mehrfach erkrankten 60-jährigen Menschen heute fragen würden, auf wie viel Papierbögen er seine Krankengeschichte schon eintragen musste, ist die wahrscheinliche Antwort unzählbar viele. Aber unzählbar viele wird im Idealfall eins. Einmal Erfassung der Krankengeschichte, stets aktualisiert, aber nie wieder vollständig abgefragt. Das ist unser Ziel. Das schafft Zeit und reduziert Bürokratie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist das Gesetz so wichtig. Denn Ärztinnen und Ärzte, medizinische Fachangestellte, sie können sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist die Behandlung der Patienten. Ein weiteres einleuchtendes Beispiel ist die Medikationsübersicht. Mit Hilfe der EPA erhalten Patientinnen und Patienten und Behandler eine schnelle und vor allen Dingen aktuelle Übersicht über die jeweils eingenommenen Medikamente. Auch das ist ein enormer Gewinn für die Patientensicherheit. Ab 2025 erhalten alle gesetzlich Versicherte automatisch eine elektronische Patientenakte, es sei denn, sie widersprechen. Aber einmal richtig erhobene Daten und die EPA bringen einen unschätzbaren Wert für alle. Die Datennutzung scheitert aber häufig an unterschiedlichen rechtlichen Regelungen auf EU, auf Bundes-, auf Landesebene sowie den Datenschutzbeauftragten der Länder, des Bundes und den Aufsichtsbehörden. Am Ende sehen manche den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das muss man auch wirklich sagen, wenn man in die Praxis schaut. Das führt dazu in der Praxis, dass viele sich nicht trauen, Gesundheitsdaten zur Verbesserung von Forschung
von Qualitätssicherung und Patientensicherheit zu nutzen. Hier schaffen wir eindeutig mehr Klarheit durch einheitliche Regelungen in diesem Gesetz, und das ist auch absolut notwendig. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz bereitet auch einen Paradigmenwechsel vor. Wir wollen ein System, das nicht nur Erkrankungen behandelt, wir wollen ein System, das viel früher hilft. Krankenkassen sollen nämlich beispielsweise Gesundheitsgefährdungen bei ihren Versicherten jeweils hinweisen dürfen, zum Beispiel, wenn ein besonderes Risiko für eine Krebserkrankung vorliegt, zum Beispiel, wenn bei einem Arzneimittelverordnung Kombinationen mit problematischen Wechselwirkungen auffallen. Gesundheitsdatennutzung ist auch ein Standortfaktor. Wenn der Standortfaktor zurückfällt, fällt auch die Spitzenversorgung zurück, auch in Deutschland. Datennutzung dient zudem auch der Patientensicherheit. Sie macht unsere Versorgung besser und dient damit allen Bürgerinnen und Bürgern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist überfällig, dass wir in Bezug auf Datennutzung, dass wir in Bezug auf Digitalisierung mit diesen Gesetzen eine Aufholjagd beginnen. Seien Sie dabei, unterstützen Sie unsere Gesetzentwürfe. Danke schön. Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Das Wort hat nunmehr der Kollege Erwin Rüttel, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Digitalisierung im Gesundheitswesen geht es mit der Einführung der flächendeckenden Einführung der elektronischen Patientenakte verbessert unser Gesundheitssystem deutlich. Zugänge werden erleichtert und Versorgungsprobleme aufgrund des demografischen Wandels in den Griff zu bekommen. Insofern begrüße ich, dass wir heute die beiden Gesetze diskutieren, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass das schon früher passieren würde. Da sind wir uns ja schon mal einig. Für den Erfolg ist ein niederschwelliger, unkomplizierter Zugang zu den Anwendungen für alle Beteiligten die wichtigste Voraussetzung. Die Aufnahme unstrukturierter Daten in die EPA auf Wunsch des Versicherten ist nach meiner Meinung fragwürdig, da diese Daten nicht systematisch durchsucht und ausgewertet werden können. Hier werden Ressourcen der Krankenkassen gebunden und Kosten verursacht, ohne dass dafür ein relevanter Mehrwert entsteht. Während Corona haben wir gesehen, wie offen die Menschen gegenüber der Telemedizin sind. Dieses Instrument kann uns dabei helfen, eine bessere Versorgung zum Beispiel für Menschen im ländlichen Raum oder für solche mit begrenztem Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen zu ermöglichen. Das reduziert Wartezeiten, erleichtert den Zugang zu Gesundheitsversorgung und verbessert letztendlich die Lebensqualität vieler Menschen. Allerdings springt der Gesetzentwurf hier zu kurz. Gerade auch telemedizinische oder softwaregestützte Konzile sollten grundsätzlich und für alle medizinischen Richtungen zur Verfügung stehen. Die Anerkennung der Vielfalt der Telemedizin als gleichwertig zu analogen Leistungen sollte nicht nur auf die Videosprechstunde beschränkt sein. Damit alle diese sinnvollen Leistungen auch tatsächlich in der Versorgung ankommen, müssen die Leistungserbringer auch entsprechend befähigt werden. Und das wird sicherlich auch Geld kosten. Hier werden wir noch darüber sprechen müssen, ob wir analog zum stationären Bereich ein Praxiszukunftsgesetz für den ambulanten Bereich benötigen. Auch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz begrüßen wir grundsätzlich, damit eine bessere Anbindung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten ermöglicht werden. Durch die Analyse großer Datenmengen kann KI bei der Früherkennung von Krankheiten, der personalisierten Medizin und der Optimierung von Behandlungsplänen unterstützen. Dies ermöglicht eine präzisere und effektivere Gesundheitsversorgung.
Deshalb ist es auch richtig, dass es zukünftig bei länderübergreifenden Gesundheitsforschungsvorhaben eine bundeslandübergreifende Zuständigkeit geben soll. Wichtig ist, Gesundheitsschutz muss dem Datenschutz auf Augenhöhe begegnen. Um das Potenzial von Gesundheitsdaten vollständig ausschöpfen zu können, muss zudem sichergestellt sein, dass allen Akteuren mit einem legitimen Nutzungszweck gleichberechtigte Datenzugänge und Nutzungsrechte gewährleistet werden. Gemeinwohlorientierte und privat initiierte Forschung dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Den Nutzen der Forschung haben immer in beiden Fällen die Patienten. Und das Gleiche gilt auch für den Zugang und die Nutzung von Sozialdaten. Außerdem würde ich mir wünschen, dass bei den datengestützten Erkennung von Gesundheitsrisiken durch alle Kranken- und Pflegekassen auch die präventive Versorgung von potenziellen Pflegebedürftigen als Zweck ergänzt wird. In einer Welt, die sich ständig weiterentwickelt, ist die Integration digitaler Technologien im Gesundheitswesen ein unumgänglicher Fortschritt, der das Potenzial hat, das Leben von Millionen zu verbessern. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist keine bloße Option, sondern eine dringende Notwendigkeit, die darauf abzielt, die Effizienz, den Zugang und die Qualität der Gesundheitsversorgung für jeden einzelnen Bürger zu optimieren. Die beiden Gesetze gehen in die richtige Richtung, bleiben aber nicht selten hinter den Erwartungen zurück, auch deshalb, weil viele wichtige Entscheidungen als Verordnung geregelt werden sollen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Verbesserung des Gesetzes. Herr Kollege, bitte. Und bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Rüttel. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Janusz Dahme, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, sehr verehrte Damen und Herren, mit dem Digitalisierungsgesetz und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz beraten wir heute hier im Parlament erstmals zwei wichtige, große, entscheidende Verbesserungsgesetze für unser deutsches Gesundheitswesen. Dem Bundesgesundheitsminister persönlich, der heute leider erkrankt ist, gilt ausdrücklicher Dank, dass sein Haus diese wichtigen Gesetze nun auf den Weg bringt, vorgelegt hat für die parlamentarische Beratung. Und ich bin mir sicher, dass wir mit diesen beiden Gesetzen sowohl die Versorgung, sowohl die Forschung, sowohl die Verbesserung der Situation kranker Menschen und aller Bürgerinnen und Bürger in diesem Land deutlich verbessern werden. Die Ampel macht ernst. Wir bringen mit diesen beiden wichtigen Digitalisierungsgesetzen Deutschland zurück auf die Überholspur, zurück anschlussfähig an ein modernes Gesundheitswesen, wie es an vielen Ländern in Europa inzwischen gang und gäbe ist. Deutschland hat viele Jahre Zeit in der Entwicklung von Digitalisierung im Gesundheitswesen verloren. Wir laufen den Entwicklungen im Schnitt 15 Jahre in Europa hinterher. Damit ist jetzt Schluss. Mit diesen Gesetzen holen wir auf. Deutschland startet spät, aber, so will ich sagen, wir wiederholen nicht die Fehler, die andere in der Zwischenzeit gemacht haben, sondern setzen direkt dort an, wo eine moderne Versorgung einerseits, moderne Forschung andererseits dringend geboten ist, um in Zeiten des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels, einer notwendigen, immer datenabhängigeren Forschung und Versorgung den Zahlen der Zeit endlich aufzuholen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir im Digitalisierungsgesetz regeln mit der Einführung einer elektronischen Patientenakte für alle Menschen, ist keine Kleinigkeit. Wir sorgen erstmals dafür, dass dort, wo im deutschen Gesundheitswesen bereits heute fragmentiert Daten über unsere Gesundheit überall liegen, in der Apotheke, in der Arztpraxis, im Krankenhaus, bei der Krankenversicherung,
endlich die Menschen, über die diese Daten denn alle erhoben werden, selber Einblick in diese Daten bekommen. Wir sorgen für die Menschen mit der Einführung einer elektronischen Patientenakte dafür, dass gewissermaßen Patientinnen und Patienten eine Datenbrille bekommen und sehen, was über sie gespeichert ist an den unterschiedlichen Orten im Gesundheitswesen und selber darüber entscheiden können, wer Einblick in diese Daten hat. Wir sorgen für eine sichere Digitalisierung, wir sorgen für eine transparente Digitalisierung, die Patientenrechte stärkt, die die Versorgung der Menschen stärkt und die dafür sorgt, dass gemeinwohlorientiert in diesem Land wichtige Forschung den Menschen, der Bevölkerung, der Gemeinschaft zugutekommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit diesen Digitalisierungsgesetzen sorgen wir auch konkret, dass Dinge, die im Alltag im Moment noch Teil von Faxgeräten, Zettelwirtschaft und anderen Dingen der Mottenkiste sind, endlich ins digitale Zeitalter überführt werden. Der digitale Mutterpass, der digitale Impfpass, das Versenden wichtiger Gesundheitsinformationen von Ärztinnen und Ärzten oder anderen therapeutischen Berufen, einer funktionierenden Regelung des E-Rezepts und der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. All das wird das Leben von Menschen in diesem Land einfacher machen, zeitgemäßer machen. Das machen diese Gesetze im Sinne der Wohl von uns allen, im Sinne von Menschen, die als erkrankte Patientinnen und Patienten dringend darauf angewiesen sind, dass Daten zu ihrem Vorteil endlich genutzt werden können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sorgen auch dafür, dass diese Entscheidung dieses Hauses in der Gesundheitspolitik, in der Frage, wo setzen wir welche Ressourcen ein, stärker datenbasiert, evidenzbasiert getroffen werden. Wir erinnern uns noch gut daran, es ist in einzelnen Reden schon angeklungen, wie in der Pandemie teilweise im Blindflug in diesem Haus politische Entscheidungen getroffen werden mussten, weil anders als in anderen Ländern die notwendige Datenbasis für die politischen Entscheidungen in diesem Haus nicht vorlagen. Wir sorgen dafür, dass populationsbezogene Gesundheitsansätze endlich Gegenstand wichtiger politischer Entscheidungen werden können, im Sinne des Gemeinwohls, im Sinne einer effizienten Ressourcennutzung, im Sinne von Transparenz und im Sinne der Stärkung der Rechte, der Interessen von Patientinnen und Patienten. Wichtige Entscheidungen, die Gegenstand beide dieser Gesetze sind, auf die wir miteinander als Koalitionäre stolz sind und in den Beratungen dafür sorgen werden, dass sie noch besser werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland holt auf in der Digitalisierung. Diese Koalition bringt Digitalisierung voran, sorgt für eine bessere Versorgung. Ich freue mich auf diese Beratung. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Dahmen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Barbara Bengstein, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen! Wir debattieren heute zwei Gesetzentwürfe der Bundesregierung zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Oberste Priorität für unsere Fraktion hat hier das Thema Sicherheit und Schutz der Patientendaten. Zweitens ein klarer Nutzen für die Digitalisierung und für die Bürger. Das Digitalgesetz betrifft im Kern die elektronische Patientenakte. Ein Pferdefuß ist hier die Voreinstellung zur Nutzung der elektronischen Patientenakte. Wer sie nicht nutzen möchte, zum Beispiel aus mangelndem Vertrauen in die Sicherheit, muss aktiv widersprechen. Hier steht die Bundesregierung in der Pflicht, mehr zum Schutz der Patienten und ihrer Interessen zu unternehmen. Auch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz kommt ja durchaus vernünftig daher. So sollen medizinische Daten aus der elektronischen Patientenakte pseudonymisiert der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden können. Es zeigt sich jedoch auch hier der gleiche konzeptionelle Mangel wie bei der EPA. Wer seine gespeicherten Gesundheitsdaten für sich und seinen Arzt des Vertrauens behalten möchte, muss das zu Beginn aktiv einfordern. Hier fordern wir die Bundesregierung auf, die Patienten umfassend über den angestrebten Umgang mit ihren Gesundheitsdaten aufzuklären. Werte Kollegen, unsere Fraktion ist der Ansicht, Deutschland sollte doch von den Besten lernen, also zum Beispiel von den Esten. Das baltische Land hat im Jahr 2001 seine X-Road aufgebaut.
Das ist ein staatliches Intranet zum Datenaustausch des öffentlichen Sektors auf der Basis von Open Source. Jeder Zugriff auf die Gesundheitsdaten der Patienten muss dort begründet sein. Jede Datenabfrage wird fälschungssicher auf der Blockchain dokumentiert. Im Missbrauchsfall drohen den Medizinern gravierende Strafen bis hin zum Verlust der Approbation. Und das Beste, werte Kollegen, die X-Road wurde in den 22 Jahren ihres Bestehens kein einziges Mal gehackt. So funktioniert digitale Sicherheit im Gesundheitsdatenbereich. Wir wollen, dass Deutschland den Anschluss im digitalisierten Gesundheitswesen hält. Doch dafür bedarf es noch intensiver Anstrengungen. Und, werte Damen und Herren, die AfD in Regierungsverantwortung. Ich freue mich auf die Beratung im Gesundheitsausschuss und werde das als Mitglied des Digitalausschusses gespannt verfolgen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Maximilian Funke-Kaiser, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor 20 Jahren versprach die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt erstmals eine elektronische Patientenakte, die wichtige Gesundheitsdaten, Notfalldaten und einen digitalen Impfpass umfassen sollte. Und dieses Versprechen, das lösen wir heute als Fortschrittskoalition 20 Jahre nach der ersten Ankündigung mit diesen beiden Digitalisierungsgesetzen im Gesundheitswesen endlich ein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die EPA, die gibt es zwar heute schon, der Weg zu ihr, der ist allerdings steinig. Deswegen ist sie ein Flop, das kann man nicht anders sagen, und sie wird kaum genutzt. Und das ändern wir jetzt mit diesen beiden Gesetzen. Wir verbessern die Anlage der Akte. Der steinige Weg hin zu einer elektronischen Patientenakte gehört zukünftig der Vergangenheit an. Jeder bekommt eine elektronische Patientenakte zur Verfügung gestellt, und dem persönlichen Selbstbestimmungsrecht wird selbstverständlich Rechnung getragen, indem wir ein Widerspruchsrecht gegen diese Akte einführen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir vereinfachen den Login in diese elektronische Patientenakte. Denn Patientinnen und Patienten, die wollen sich nicht mit zeitaufwendigen und nervigen digitalen Anwendungen rumkämpfen. Und ich sage das auch in aller Deutlichkeit, wenn gewisse staatliche Institutionen den Blick in die Zukunft verweigern, dann kann dieses Land nicht vorankommen. Oftmals wird zu ängstlich, zu altmodisch, zu kompliziert gedacht. Geben wir den Versicherten und den Leistungserbringern also die Lösung, die sie verdienen, nämlich dass sie sich ihr bevorzugtes Sicherheitsniveau endlich eigenverantwortlich auswählen können. Schluss mit gut gemeinter, aber schlecht gemachter staatlicher Bevormundung. Das ist Selbstbestimmung, das ist Freiheit, das ist gelebte Zukunft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir erweitern den Funktionsumfang der elektronischen Patientenakte. Das wurde auch schon angesprochen, denn neben dem ersten Schritt hin zu einem elektronischen Medikationsplan, längst überfällig, da können wirklich Menschenleben gerettet werden, folgt der elektronische Impfpass, der elektronische Mutterpass und die elektronischen Untersuchungsbefunde und das Untersuchungsheft für Kinder, alles an einem Ort. Das ist wirklich ein Meilenstein. Aber, und das möchte ich an der Stelle auch sagen, die FDP wäre nicht die FDP, wenn wir auch schon einen Schritt weiter denken würden. Denn wir wollen hin zu einer, zu einem persönlichen Gesundheitsdatenraum. Wir wollen nicht, dass das bei einer Akte bleibt. Wir wollen, dass das ein persönlicher Gesundheitsdatenraum wird für jeden Bürger, für jede Bürgerin, nämlich vollständig datenbankbasiert, alles maschinenlesbar mit interoperablen Datensätzen. Denn Digitalisierung, und das ist wichtig auch immer wieder zu betonen, das ist nicht nur eine Übersetzung von Papier in ein elektronisches Format. Digitalisierung ist die Neugestaltung der gesamten Prozesse, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Austausch und die Nutzung von Daten, das sind entscheidende Faktoren für das Vorankommen von digitalen Prozessen. Und deswegen brauchen wir einheitliche Dateninfrastrukturen. Und auch hier ist dieses Gesetz ein absolutes Meilenstein, nicht nur für die Gesundheitspolitik in diesem Land, sondern auch in der Digitalpolitik in diesem Land. Denn mit diesem Gesetz
werden erstmals klar definierte Vorgaben zu verpflichtenden Datenstandards vorgegeben und es wird eine zwingende Einhaltung gesetzlich vorgeschrieben. Wir einigen uns also darauf, dass nicht mehr in übersetzt Englisch, Französisch und Deutsch in diesem Land gesprochen wird, sondern dass wir uns einheitlich auf eine Sprache einigen. Das ist ein absoluter Meilenstein. Schluss auch mit deutschen Sonderwegen, die wir in den letzten Jahren gefahren sind. Die internationalen Datenstandards wie FHIR beispielsweise, die sind etabliert. Zeit wird, dass diese hier auch endlich ins deutsche Gesundheitswesen Einzug finden. Und das bereits gerade eben gesagt, die Verfügbarkeit und die Nutzung von Daten, die sind wesentlich, insbesondere auch, und das ist mir als Liberaler wichtig zu betonen, der Schutz von sensiblen persönlichen Gesundheitsdaten. Und deswegen ist uns als Freie Demokraten das grundlegende Prinzip wichtig, dass jede Person die volle Kontrolle über die eigenen Daten haben sollte. Doch diese Welt, die entwickelt sich stetig weiter mit technologischem, mit medizinischem Fortschritt, auch mit dem Vormarsch der künstlichen Intelligenz. Und diese Entwicklungen, diese Veränderungen, die bringen Herausforderungen, aber natürlich auch enorm viele Chancen. Und eine moderne Gesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen, die kann nicht länger ohne den Zugriff auf umfassende Datengrundlagen auskommen. Es ist also die Aufgabe einer zukunftsorientierten Politik, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Datenschutz und Datensicherheit und Datennutzung zu schaffen. Denn die eigentliche Frage, die lautet nicht, wie können wir es ethisch verantworten, Gesundheitsdaten zu nutzen? Die eigentliche Frage lautet, wie können wir es ethisch verantworten, Gesundheitsdaten nicht zu nutzen? Das haben wir während der Corona-Pandemie gesehen. Und diese Bundesregierung, die betont erstmals, dass Datenschutz und Datennutzung keine Gegensätze sind, sondern dass sie sich ergänzen und in Einklang gebracht werden müssen. In diesem Sinne, ich freue mich auf die Beratungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Funke-Kaiser. Nächste Rednerin ist für die Fraktion Die Linke die Kollegin Katrin Vogler. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, auf meiner Homepage habe ich eine Seite, die nennt sich Gläserne Abgeordnete. Da können Sie nachlesen, was ich verdiene, wie viel Steuern ich zahle, an wen ich alles spende. Und das ist transparent und das ist richtig. Aber was Sie hier heute vorlegen von der Ampelkoalition, das könnte unter dem Motto stehen, die gläserne Patientin. Und das lehnen wir als Linke aus guten Gründen ab. Natürlich ist Digitalisierung im Gesundheitswesen eine gute Sache, wenn sie zum Wohle aller die Gesundheitsforschung nach vorne bringt, wenn sie die Prävention verbessert und die Behandlung der Patientinnen und Patienten optimiert. Aber dafür braucht es verständliche und zuverlässige Strukturen, die den Prinzipien von Datenschutz und Datensparsamkeit gerecht werden, gerade bei den hochsensiblen Gesundheitsdaten. Als Patientin will ich doch selbst entscheiden, wer zu welchem Zweck meine Gesundheitsdaten nutzen darf. Wenn Sie mal zur Kenntnis nehmen würden, wie häufig etwa Menschen mit HIV und Suchtproblemen oder psychischen Erkrankungen in unserem Gesundheitswesen noch diskriminiert und stigmatisiert werden, dann dürften Sie doch nicht so leichtfertig die Selbstbestimmung der Patientinnen und Versicherten aushebeln, wie Sie das mit diesen Gesetzen tun. Wenn ich zum Beispiel den sehr informativen Newsletter meiner Partei abonnieren möchte, dann muss ich die Speicherung meiner E-Mail-Adresse durch einen Bestätigungslink erlauben. Die Speicherung meiner sehr viel schützenswerteren Gesundheitsdaten in der elektronischen Patientenakte aber, die soll erlaubt sein, solange ich nicht aktiv widerspreche. Das nennt sich Opt-out-Verfahren und ich halte das für unverantwortlich. Denn es geht ja nicht nur um die Speicherung. Die Daten sollen ja nicht nur für meine Behandelnden zugänglich sein, sondern sie sollen auch noch an Dritte weitergegeben werden dürfen, ohne dass ich dem zustimmen muss. Versicherungen, Pharmaunternehmen, Marktforschungsinstitute, es gibt ein unermessliches kommerzielles Interesse an diesen unseren Gesundheitsdaten. International kostet ein einzelner Satz von Gesundheitsdaten um 250 US-Dollar. Und wenn dann, wie geplant, ab 2025 alle diese Datensätze in den europäischen Raum für Gesundheitsdaten einfließen, dann ist kaum noch kontrollierbar, was mit den persönlichen Gesundheitsdaten von 84 Millionen Menschen aus Deutschland und 500 Millionen aus der EU passiert. Meine Damen und Herren von der Koalition, in Ihrem Gesundheitsdaten-Bullabü, da gibt es offenbar keine Datenlecks und keine Hacker, aber das hat mit der Realität doch nichts zu tun. Der
Entwurf des Gesundheitsdatennutzungsgesetzes sieht auch vor, dass die Kranken- und Pflegekassen diese Daten selbst auswerten dürfen, um mit individuellen Gesundheitsratschlägen an die Versicherten heranzutreten. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte meine gesundheitlichen Probleme doch mit meinem Arzt oder meiner Ärztin besprechen und nicht mit meiner Krankenkasse. Die Linke steht auf dem Standpunkt, dass Patientendaten in Patientenhand gehören, sobald sie nicht nur für die individuelle Behandlung verwendet werden, sondern an Dritte weitergegeben werden, muss die Zustimmung der Betroffenen eingeholt werden. Unsere Persönlichkeitsrechte als Patientinnen und Patienten müssen vor den kommerziellen Begehrlichkeiten der Gesundheitsindustrie, der Pharmaunternehmen und der Versicherung geschützt werden. Und dafür haben wir als Service-Opposition in unserem Antrag elektronische Patientenakte zum Wohl der Versicherten nutzen, viele Hinweise gegeben, die Sie in den weiteren Beratungen gerne aufnehmen können. Ich freue mich auf die weitere Beratung. Vielen Dank, Frau Kollegin Vogler. Nächster Redner ist der Kollege Matthias David Miebes, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir besprechen hier heute wieder zwei Gesetze, die ziemlich komplizierte Namen haben, die aber im Ergebnis genau das Gegenteil bewirken werden. Und deshalb habe ich mich entschieden, diesen Gesetzen einfach einen neuen Namen zu geben. Und für mich sind das Wir machen das Leben einfacher Gesetze. Denn wir machen das Leben einfacher. Nämlich für erstens alle Patientinnen und Patienten der gesetzlichen Krankenversicherung. Zweitens für alle Mitarbeitenden, die sich in der Pflege und Gesundheit in Deutschland engagieren. Und drittens für alle Forschenden, die sich darum kümmern, dass in Deutschland neue Medikamente und Therapien entwickelt werden. Und für all die machen wir das Leben einfacher. Aber was konkret soll denn eigentlich einfacher werden? Ja, das habe ich die Menschen gefragt. Und ich habe ganz viele Zuschriften, ganz viele Antworten, vor allem über Insta und über LinkedIn bekommen. Und bei mir hat sich zum Beispiel der Alex gemeldet. Der Alex wohnt in Nordrhein-Westfalen und sein Papa ist an Krebs erkrankt. Und weil es so eine komplizierte Krankheit ist, musste er an drei nacheinander folgenden Tagen zu drei verschiedenen Ärzten. Das war notwendig, um verschiedene Abklärungen zu machen. Und dabei musste er dreimal hintereinander sich Blut abnehmen lassen. Es wurden immer wieder die gleichen Tests gemacht und dreimal mit den gleichen Ergebnissen. Das war unnötig. Und das war unnötig, weil es für Alex Papa unangenehm war und vor allem, weil es auch viel Zeit, wertvolle Zeit, knappe Zeit der Fachkräfte gekostet hat. Damit wird jetzt Schluss sein. Denn wir werden dafür sorgen, dass in Zukunft einmal diese Ergebnisse erhoben werden, dass sie digital in der digitalen Patientenakte gespeichert werden und dort von den verschiedenen Ärzten abgerufen und genutzt werden können, die mich behandeln. Wir machen das Leben einfacher für den Papa von Alex. Herr Kollege, erlauben Sie jetzt, dann hören wir mit dem Spiel auch zwei Zwischenfragen. Einmal vom Kollegen Sorge aus der CDU-Fraktion und einmal aus der Linksfraktion. Nein, danke. Schade. Und zweitens machen wir das Leben einfacher für Hanna. Bei mir hat sich Hanna gemeldet. Hanna ist eine von Millionen Frauen in Deutschland, die an der Krankheit Endometriose leiden. Das ist eine chronische Erkrankung, für die es aber immerhin eine App auf Rezept schon gibt. Das ist super, denn Hanna liebt diese App auf Rezept, denn sie hilft ihr. Sie hilft ihr regelmäßig. Nur was schwierig ist für Hanna, sie muss dauernd darum kämpfen, dass diese App auf Rezept verschrieben wird, dass sie genehmigt wird, dass sie bekommt. Denn dieser Prozess ist bei vielen Krankenkassen in Deutschland super umständlich, kompliziert und geht oft schief. Und auch damit machen wir heute Schluss. Denn dieser Prozess wird einfacher, unkomplizierter, sodass die Menschen, die das brauchen, es auch bekommen. Das Leben wird ganz konkret einfacher für Hanna und alle, die unter dieser Krankheit leiden. Bei mir hat sich aber auch der Marcel gemeldet. Denn der Marcel war mit seiner kleinen Tochter in Berlin in einer Klinik, weil sie einen Unfall hatte. Und seine Tochter hat dann, beziehungsweise er hat es für sie gemacht,
dreimal hintereinander Papierformulare ausfüllen lassen. Drei Papierformulare mit immer wieder denselben Daten. Und vor allem, das ist nicht nur ein Ärgernis für den Papa, für Marcel, sondern auch für die Fachkräfte, die doch wirklich Besseres zu tun haben, als dreimal einen Zettel zu nehmen, diese Daten abzutippen und in den PC einzugehen. Und damit ist heute Schluss. Wir machen das einfacher für Marcel und wir machen es einfacher für die Mitarbeitenden, die wirklich sinnvoller ihre wertvolle Zeit nutzen können. Marcel, Hanna und Alex, das waren nur drei Beispiele, die aber an jedem einzelnen Tag in Deutschland zigtausendfach vorkommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese zwei Gesetze machen, um diese tausenden Fälle jeden Tag zu vermeiden, um mehr Zeit zu haben für das, woraus wirklich ankommt in Gesundheit und Pflege, nämlich, dass wir die Leute gesund halten und wieder gesund machen. Darum geht es und das machen wir mit diesen zwei Gesetzen. Jetzt weiß ich ja, dass wir in Deutschland leben und wir sehr viele Menschen haben, die ihre Leitsordner und ihr vergilbtes Papier lieben. Und an die Menschen habe ich eine Botschaft, im Übrigen auch an die, die die besten Kommentare bei den Tagesthemen sprechen. Ihr dürft das alles behalten und weitermachen. Das ist völlig in Ordnung. Es wird euch niemand wegnehmen. Und alle anderen Menschen in Deutschland lade ich herzlich dazu ein. Macht mit, lasst uns gemeinsam uns allen das Leben einfach ausnahmsweise mal einfacher machen. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Mieves. Der Gute-Laune-Präsident hat gerade zwei Kurzinterventionen abgelehnt von der CDU und den Linken. Und er ruft jetzt auf den Kollegen Dr. Georg Kippel, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren auf der Tribüne! Die Digitalisierung im Gesundheitswesen nimmt heute in der Tagesordnung eine ganz prominente Stelle ein. Speziell auch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, übrigens, Herr Mieves, eigentlich relativ leicht verständlich, also insofern für Abkürzungen wenig Raum. Das Thema ist richtig und wichtig, weil Daten der Stoff sind, aus dem in Zukunft die Gesundheitsversorgung gebaut wird. Vor allen Dingen dann, wenn sie gemeinwohlorientiert ist, und das ist unser gemeinsames Anliegen. Das Thema ist gut, aber um der Wahrheit Ehre zu geben, es ist nichts Neues. Kurzer Blick zurück. 2019 Digitales Versorgungsgesetz, 2020 Patientendatenschutzgesetz, 2021 Digitales Versorgungs- und Pflegemodernisierungsgesetz. Alles Kapitel, die sich mit Digitalisierung beschäftigen. Und schön, dass es jetzt weitergeht. Hat jetzt leider über zwei Jahre gedauert. Also von hier aus herzliche Grüße an die neue Deutschlandgeschwindigkeit. Und bemerkenswert ist vor allen Dingen auch in der Debatte damals, dass die Positionen, zumindest teilweise der Koalitionäre, damals äußerst unterschiedlich gelautet haben. Während die Kollegen der Großen Koalition, insbesondere Kollegen Heidenblut, das damalige Gesetzesvorhaben gut, vollständig und vor allen Dingen umfassend bewertete, war FDP und Grüne noch sehr zurückhaltend. Der Patientenschutz stand ganz an oberster Stelle. Und Frau Kollegin Kleinschmeich, Sie haben uns blinden Aktionismus vorgeworfen. Na ja, gut, dann machen wir jetzt mal mit dem Aktionismus, ohne blind zu sein, weiter, mal schauen, was rauskommt. Aber um die Beratungen vorzubereiten, will ich ganz kurz einige Fragestellungen aufrufen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Der erste Punkt ist Vertrauen der Patientinnen und Patienten in die Nutzung. Es ist eben angesprochen worden, wir schauen immer etwas bewundernd in die skandinavischen Länder. In der Tat haben wir auf Delegationsreisen in Dänemark und Finnland immer wieder den Hinweis bekommen, die Bevölkerung muss dem System vertrauen. Vertrauen ist die Grundlage, nicht nur die technische Tauglichkeit, sondern auch die emotionale Vertrautheit mit dem Thema. Bitte binden Sie das BSI im Hinblick auf die Vertrauensbildung mit ein. Zweiter Punkt, auch schon angesprochen, die Krankenkassen sollen zukünftig die Daten auswerten können und dann, und das sehen wir als außerordentlich bedenklich an,
unverbindliche Empfehlungen an den Patienten geben können. Das ist nicht die Aufgabe der Krankenkassen, und das löst bei den Patienten eher Irritationen aus. Wenden Sie sich, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenkassen, an die Apothekerinnen und Apotheker, an die Ärztinnen und Ärzte, und die sollen dann mit dem Patienten kommunizieren. Dritter Punkt. Datennutzungs- und Koordinierungsstelle als neue Institution der Verarbeitung klingt sehr nach Bürokratie. Vor allen Dingen zunächst soll das BfArM tätig werden und dann eine Ausgliederung stattfinden. Bürokratie behindert im Zweifelsfall Innovation. Nächster Punkt. Stimmen Sie das Gesetz mit dem EDHS ab? Der europäische Datengesundheitsraum ist in Arbeit, und es muss eine Harmonisierung zwischen den Begrifflichkeiten und den Verfahren stattfinden. Ein wesentlicher weiterer Punkt, die Verknüpfung der Digitalisierung und der Datenerhebung mit der künstlichen Intelligenz. Letzteres noch etwas in den Kinderschuhen, wichtiger Baustein auch einer zukünftigen Versorgung, aber es muss kontrolliert aufeinander abgestimmt werden, und auch da gibt es erste Anzeichen in der EU, dass wir uns mit einem entsprechenden Abgleich bzw. Sicherungsverfahren beschäftigen müssen. Opt-out-Regelung bei den primären und bei den sekundären Nutzungsmöglichkeiten. Beachten Sie das informationelle Selbstbestimmungsrecht und geben Sie den Leuten, die sich gerade nicht, auch wenn es vielleicht nur wenige sind, mit der Digitalisierung aktiv beschäftigen können, eine analoge Möglichkeit, dagegen Widerspruch zu erheben. Und letzten Endes achten Sie darauf, dass die vielfältigen und überaus nützlichen Register in ausreichendem Maße miteinander vernetzt werden. Wir haben zahlreiche, ich will nicht sagen zahllose Register, die weder untereinander kompatibel sind, noch in ausreichendem Maße tatsächlich bereits in das Gesamtsystem eingebunden sind. Und denken Sie im Registerwesen vor allen Dingen aufgrund der zunehmenden Bedeutung an die seltenen Erkrankungen. Und zum guten Schluss. Es ist richtig, dass die Privatnutzer zukünftig für die Nutzung der Daten auch eine Gegenleistung bringen sollen. Man kann da an Veröffentlichungen denken, aber bitte auf diese Weise nicht das geistige Eigentum durch die Hintertüre entziehen. Denn nur wenn man geistiges Eigentum nutzen kann, ist man auch bereit, in persönliche Engagements finanzieller Art einzutreten. Eine Menge Fragen für die nächsten Beratungen. Es ist ein interessantes Thema. Wir sind daran interessiert, dass es gelingt. Aber wir werden uns auch einbringen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kippels. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Anna Christmann, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ist ein wichtiger Tag für die Patientinnen und Patienten, für den Fortschritt, für die Forschung und damit für den Fortschritt für die Gesundheitsversorgung und letztlich Fortschritt für uns alle. Eine digitale Gesundheitsversorgung und die digitale Datennutzung ist das, was wir für einen starken Forschungs- und Gesundheitsstaat brauchen. Und wir kommen aus einer schwierigen Situation. Gerade gestern hat noch mal das Jahresgutachten der sogenannten Wirtschaftsweisen bestätigt, die deutsche Forschungsdateninfrastruktur ist im internationalen Vergleich rückständig. Und das gilt sowohl, wenn man das global vergleicht, als auch, wenn man das europäisch vergleicht. Und das muss für uns ein ganz wichtiger Auftrag sein. Auch innerhalb von Europa haben wir großen Aufholbedarf bei der Nutzung und zur Verfügungstellung von Daten, insbesondere bei Gesundheitsdaten. Und deswegen ist es überfällig, dass wir damit aufräumen. Wir diskutieren das Thema Gesundheitsdaten jetzt schon eine ganze Weile. Allein die elektronische Patientenakte ist nicht nur seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten schon ein Thema in diesem Hause. Und mit den Gesetzen, die jetzt heute vorgelegt werden, machen wir nichts weniger als den Neustart der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Diese Ampel hat schon den Neustart in der Digitalisierung der Energiewende vorgelegt. Jetzt kommt die Gesundheit dran. Das ist echter Fortschritt. Und es basiert auch alles auf einer Digitalisierungsstrategie im Gesundheitswesen. Das ist auch der Unterschied zu den eben Aktionen in den letzten Jahren, die einzeln für sich standen am Ende, deshalb auch nicht funktioniert haben. Jetzt kommt das gesamte Paket.
Und aus dem möchte ich hervorheben, vor allen Dingen die Weiterentwicklung des Forschungsdatenzentrums. Denn wir brauchen eine breite Datengrundlage, damit die Forschung diese auch nutzen können. Hier reichen nicht einzelne Daten, Silos oder nur ganz vereinzelter Zugang hier und da, sondern es braucht einen breiten Zugang, damit tatsächlich Forschung in Deutschland auch dazu stattfinden kann. Denn wenn wir das nicht ermöglichen, ist die Realität doch, dass mit Daten von woanders gearbeitet wird, dass es keine guten Voraussetzungen gibt für Forschende und auch für Unternehmen in Deutschland und dass wir dort Abwanderungen sehen könnten in der Zukunft. Das verhindern wir damit, dass wir das jetzt ändern. Und wir werden auch die Verknüpfung mit entsprechenden anderen Registern jetzt weiterentwickeln. Auch das gehört zur Frage der Datensilos, die wir hier auflösen. Gerade die Krebsregister möchte ich hier nennen. Auch das ein wichtiger Fortschritt. Und ebenso vereinfachen wir die wichtigen Fragen im Bereich des Datenschutzes. Es wird zukünftig eine Landesdatenschutzaufsicht zuständig sein, nicht mehrere. Das macht die Dinge praktikabel, bei natürlich Absicherung der Selbstbestimmungsrechte der Patientinnen und Patienten. Und das möchte ich zum Abschluss betonen. Natürlich ist es die bessere Selbstbestimmung, wenn ich einen Überblick über meine Daten habe, als eine Zettelwirtschaft, bei der ich selbst nicht genau weiß, wer wo wie auf meine Daten Zugriff hat. Deswegen ist es ein Fortschritt für Forschung, Gesundheit und Patientinnen und Patienten. Vielen Dank. Kai-Uwe Ziegler hat das Wort für die AfD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren und vor allem liebe Bürger. Heute geht es um Digitalisierung, die elektronische Patientenakte und um das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Klingt wahrscheinlich in Ihren Ohren alles langweilig. Und ich glaube, Teile dieser Regierung würden sich wünschen, dass Sie da draußen abschalten. Aber das genau sollten Sie besser nicht tun. Die elektronische Patientenakte und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz klingt doch alles ganz toll und so fortschrittlich. Kommt ja auch von dieser Fortschrittskoalition. Wir alle haben in den letzten zwei Jahren erleben dürfen, wie viele unglaublichen Fortschritte Deutschland hat machen dürfen. Aber lassen wir das. Sarkasmus versteht diese Ampeltruppe ja sowieso nicht. Also zurück zum Gesetz. Dieses sieht vor, dass für jeden von Ihnen ab 2025 ganz automatisch eine elektronische Patientenakte angelegt wird. Und das Beste, Sie bekommen diese auch noch gratis. Und schon dürfen Ihre persönlichen Gesundheitsdaten automatisch erfasst, angelegt und benutzt werden. Benutzt. Spätestens da sollten Sie hellhörig werden. Denn immer noch gilt, wenn ein Produkt oder ein Dienst dich nichts kostet, bist du das Produkt, weil du mit deinen persönlichen Daten bezahlst. Und erzählen Sie mir bloß nichts von Datensicherheit. Sie kriegen ja nicht mal hin, zwei Laptops ordentlich in einem Tresor zu verschließen. Daten. So wurde mal formuliert, Daten wären das neue Öl. Meine Damen und Herren, das ist eine maßlose Untertreibung, insbesondere dann, wenn es sich um Gesundheitsdaten handelt. Der Freitag titelte dazu: Die Pharmakonzerne gieren nach Datengold und Karl Lauterbach hilft beim Schürfen. Ihre Gesundheitsdaten, liebe Bürger, sind viele Milliarden Euro wert. Denn die Pharmaforschung wird neue Krankheiten entdecken, Krankheiten, von denen Sie noch nicht mal wussten, dass Sie sie haben, neue Therapien, neue besonders wirksame Medikamente, und die wird man Ihnen dann verkaufen. Wenn Sie das alles nicht wollen, müssen Sie 2025 dem Anliegen Ihrer elektronischen Patientenakte proaktiv und eindeutig widersprechen. Denn sonst werden Ihre persönlichen Gesundheitsdaten Teil eines gigantischen Geschäfts, für das Sie am Ende auch noch die Zeche zahlen. Meine Damen und Herren, ein Wort noch zum Digitalgesetz mit dem Ziel der Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ich dachte erst, das ist Satire, aber vielleicht erkläre ich Ihnen das noch mal an einem Beispiel, wie das aktuell funktioniert. Im Infektionsschutzgesetz § 13 Absatz 5 werden durch den Gesetzgeber die kassenärztlichen Vereinigungen verpflichtet, Daten über die Durchführung von Schutzimpfungen, über Impfeffekte und Daten zum Zwecke der Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen an RKI und Paul-Ehrlich-Institut zu übermitteln.
prinzipiell ein wichtiges und richtiges Gesetz. Vor allem natürlich dann, wenn man auf die absurde Idee kommt, ein völlig neu entwickeltes Präparat, Sie nennen es Impfstoff, ich eher Gentherapie, in Deutschland teilweise zwangsweise zu verabreichen. Mein Kollege Thomas Dietz hat im September das Gesundheitsministerium befragt, wann denn diese vom Infektionsschutzgesetz geforderte Schnittstelle fertig geworden ist. Die Antwort: Die Programmierarbeiten haben im dritten Quartal 2021 begonnen und sind noch nicht abgeschlossen. 2 Jahre für eine Schnittstelle, zu der mir Fachleute versichern, dass dies in 2 Wochen erledigt sein könnte. Ist das nur Studerei oder ist der Vorsatz im Spiel, weil man genau diese Daten nicht haben möchte? Das, meine Damen und Herren, ist ein absoluter Skandal und muss für die Verantwortlichen Konsequenzen haben. Denn eins, es bleibt dabei, der Fisch stinkt vom Kopf. Und deshalb ist die Entlassung des Gesundheitsministers Lauterbach mehr als überfällig. Vielen Dank. Der Kollege Dr. André Ullmann hat das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Endlich kann man sagen, beginnt heute eine neue Ära. Denn die Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitssektor wird von entscheidender Bedeutung für die Zukunft unseres Gesundheitswesens sein. Als freier Demokrat und als Arzt bin ich der festen Überzeugung, dass die digitale Transformation im Gesundheitswesen große Chancen bietet, Effizienz zu steigern, die Qualität der Versorgung zu verbessern und den Zugang zur medizinischen Versorgung für alle Bürgerinnen und Bürger zu erleichtern. Und das, Herr Ziegler, ist keine Ironie. Und nicht zu vergessen, Digitalisierung richtig gemacht bedeutet Arbeitserleichterung im Arbeitsalltag aller Leistungserbringer und endlich eine echte Digitalisierung, worauf wir seit Jahren gewartet haben. Und das, meine Damen und Herren, hier kann ich ganz klar sagen, hier leuchtet die Ampel ganz hell. Wir leben in einer Zeit, in der die Technologie und Medizin rasant fortschreitet. Es gibt einige hier im Plenum, die das natürlich nicht so gerne wahrnehmen wollen, aber Smartphones, Tablets sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, und die Gesundheitsbranche darf diesen Trend nicht ignorieren. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens kann dazu beitragen, Ressourcen nutzen, effizienter zu gestalten und ermöglicht, den Gesundheitsdienstleistern mehr Zeit für die Betreuung der Patientinnen und Patienten aufzubringen. Wichtige Zeit, liebe Freunde, für Patienten, die heute so oft fehlt. Ein weiterer großer Vorteil der Digitalisierung im Gesundheitswesen ist die verbesserte Patientenversorgung. Elektronische Patientenakten ermöglichen es den Ärztinnen und Ärzten, schneller auf relevante medizinische Informationen zuverlässig über Sektorengrenzen hinaus zuzugreifen, was in Notfällen lebensrettend sein kann. Und nicht weniger wichtig, sorgt sie für neue Forschungsmöglichkeiten, um die medizinische Versorgung weiter zu verbessern. Nur wenige Beispiele möchte ich hier aufhören. In der Krebsmedizin, bei seltenen Erkrankungen, noch allen und vielen Bereichen in der sogenannten konservativen Medizin. Die Vorschläge des BMG sind deshalb mit wichtigen digitalpolitischen Zielen verknüpft, insbesondere dem Ziel, den Einsatz von künstlicher Intelligenz und die Schulung solcher Systeme mit präzisen lokalen Daten zu ermöglichen. In der Vergangenheit haben Ärzte und Ärztinnen zu Recht die Digitalisierung kritisiert oder gar abgelehnt, nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus der Sorge, dass Patientendaten nicht sicher sind. Datenschutz und Datensicherheit werden aber mit diesem Gesetzentwurf gewährleistet. Und heute kann man sagen, aus der Skepsis ist Zuversicht geworden. Deshalb möchte ich gerne nur ein kleines Beispiel nennen aus der Zukunft der Digitalisierung. Und da war ich sehr froh und auch dankbar und auch Grüße nach Dortmund. Da war ich letzte Woche bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Und da gibt es die Praxis ohne E beschrieben. Lohnt sich mal im Internet zu schauen, wie die zukünftige digitale Praxis aussehen kann. Viele Möglichkeiten, die heute noch existieren. Aber wir wollen als Ampel natürlich weitergehen. Wir wollen das gesamte Gesundheitswesen vollständig digitalisieren. Das ist nachhaltig, zukunftsfähig. Und das sowohl in der Stadt wie auf dem Land. Und das, meine Damen und Herren, ist medizinischer und digitaler Fortschritt.
Darüber hinaus kann durch die Digitalisierung des Gesundheitswesens Daten und Informationen im großen Umfang gesammelt und analysiert werden. Dies ermöglicht es, Trends und Muster im Gesundheitsverhalten der Bevölkerung, aber auch des Einzelnen zu identifizieren, frühzeitig Krankheitsausbrüche zu erkennen und personalisierte medizinische Behandlungsempfehlungen zu erstellen. Auch die gesetzliche Krankenkasse erhält die Möglichkeit, Präventionsmaßnahmen ihren Versicherten anzubieten. Doch das darf nur, meine Damen und Herren, in der Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft erfolgen. Aber da fehlt etwas. Und da werden wir uns sicherlich noch mal zusammensetzen. Und finden Sie den Fehler? Und daran erinnern wir als Freie Demokraten das Ministerium immer sehr gerne daran. Was ist mit den Privatversicherten? Diese Servicemöglichkeit muss auch den Privatversicherten ermöglicht werden. Und an dieser Stelle ist klar, die FDP-Bundestagsfraktion steht zu den freien Berufen des Arztes, der dualen Versicherungssystem und deshalb nur mit der Ärzteschaft und auch für die private Krankenversicherung. Und ich bin überzeugt, und da freue ich mich auch drauf, in der Ausschuss hier gemeinsam dieses zu diskutieren. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich doch überzogen habe. Ja, doch, sehr. Dankeschön. Heike Behrens hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Schluss mit dem Schneckentempo, jetzt wird durchgestartet. Mit diesen Digitalgesetzen sorgen wir dafür, endlich die enormen Potenziale der Digitalisierung zum Wohle der Patientinnen und Patienten und zur Entlastung der Beschäftigten nutzen zu können. Egal, ob der Befund vom Facharzt, Angaben zu Allergien oder das Ergebnis der letzten Blutuntersuchung, Informationen, die bisher an unterschiedlichen Stellen liegen, werden künftig in der elektronischen Patientenakte unter Einhaltung höchster Datenschutz- und Sicherheitsstandards gesammelt. Und ich selbst kann sehen, was in meiner Akte steht. Was für ein Riesenfortschritt! Die EPA wird die medizinische und pflegerische Versorgung spürbar, leichter, besser und transparenter machen. Eine Ärztin hat auf einen Klick frühere Befunde, Verordnungen, Therapien im Blick und kann medizinische Zusammenhänge schneller erkennen und besser behandeln. Ein Rettungssanitäter weiß im Notfall sofort, welche Blutgruppe ich habe, welche Medikamente ich nehme und ob ich Vorerkrankungen habe. Solche Informationen entscheiden im Ernstfall über Leben und Tod. Und die Pflegedokumentation wird deutlich einfacher. Davon wird auch die Langzeitpflege profitieren, sowohl in den Heimen als auch in der ambulanten Pflege. Als unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach neulich bei uns im Kreis Göppingen war, konnte er ein besonders innovatives Beispiel selbst ausprobieren, nämlich eine Datenbrille, die in Kooperation des IT-Unternehmens TeamViewer mit dem alten Hilfeträger Wilhelmshilfe entwickelt und von Pflegekräften erprobt wurde. Mit der Augmented Reality Brille können Informationen wie etwa individuelle Besonderheiten der zu pflegenden Person direkt im Sichtfeld des Pflegepersonals eingeblendet werden. Beide Hände bleiben frei, sodass die größtenteils manuellen Tätigkeiten zeitgleich mit den eingeblendeten Informationen ausgeführt werden können. Und zudem ersetzt die Datenbrille das zeitaufwendige und zeitversetzte Dokumentieren durch unmittelbare Sprachaufnahmen. Mit solchen Innovationen machen wir das Leben für die Pflegekräfte leichter und einfacher, und dafür schaffen wir jetzt die notwendige Grundlage. Und die Digitalisierung macht auch die Versorgung sicherer. Durch den in der EPA enthaltenen Medikationsplan können gefährliche Wechselwirkungen vermieden werden. Ein Patient, der viele Medikamente einnehmen muss und die EPA nutzt, wird sich darum künftig weniger Sorgen machen müssen. Bei all der berechtigten Begeisterung für die großartigen Möglichkeiten der Digitalisierung werden wir als SPD aber eines immer im Blick behalten: Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Politik, und das Wohl der Patientinnen und Patienten ist unser Ziel. Und deswegen ist es uns besonders wichtig, dass Sie die Hoheit über Ihre Daten behalten.
Sie bestimmen, welche Informationen in die EPA eingespeist werden, wer Zugriff auf die Daten erhält und wofür diese genutzt werden können. Heute starten wir den Digitalisierungsturbo, um die Gesundheitsversorgung in unserem Land weiter zu verbessern. Ich freue mich auf die nun anstehenden parlamentarischen Beratungen zu diesem wichtigen Gesetz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die nächste Rednerin ist Simone Borchert für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Gesundheitsausschuss tagte gestern sage und schreibe 35 Minuten. Es brennt an allen Ecken und Kanten. Eine Krankenhausreform lässt auf sich warten. Pflege kollabiert. Ärzte und Apotheken signalisieren Notstand im System. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute über zwei Gesetzesentwürfe debattieren können, die wirklich gut sind. Und das ist wirklich eine willkommene inhaltliche Abwechslung. Die Richtung ist richtig, Ihrer Gesetze. Besonders aber das Digitalisierungsgesetz wird zu einer starken Wettbewerbsverzerrung führen. Denn jetzt schon ist absehbar, dass mit der Verlängerung der Übergangszeit Verordner und Leistungserbringer das E-Rezept und das Papierrezept parallel verarbeiten müssen. Diese Doppelstrukturen müssen endlich ein Ende finden. Und meine Damen und Herren, die Anschlussfrist für Hilfsmittelleistungserbringer an die Telematikinfrastruktur ist der 1. Januar 2026. Die Verpflichtung für ausstellende Ärzte, Hilfsmittelverordnung ausschließlich elektronisch anzufertigen, ist nun auf den 1. Juli 2027 verschoben worden. Ich frage Sie, liebe Ampel, wie passt das zusammen, ohne dass es dabei zu Wettbewerbsverzerrungen kommt? Die handwerklichen Fehler werden wieder einmal sehr, sehr deutlich. Und ich wundere mich auch bei diesem Gesetz, wo ist das Maßnahmenpaket, was die Ärzte bei der Digitalisierung unterstützt? Immer weitere Regelungen aus Berlin, aus unserem Elfenbeinturm, nützen nichts, wenn es in der Praxis hakt. Die Praxen und Apotheken spiegeln mir jetzt schon zurück, dass es an allen Ecken und Enden krankt, an der Umsetzung und Infrastruktur. So schafft man kein Vertrauen in neue Strukturen. Und meine Damen und Herren, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, freue ich mich wirklich, dass Sie die Potenziale der Daten jetzt nutzbar machen, die ja bereits vorliegen und gesammelt sind. Wenn wir diese Daten richtig einsetzen, dann bietet das erhebliche Chancen. Wir können in Zukunft Doppeluntersuchungen vermeiden und damit Kosten. Auch Fehl-, Unter- und Überversorgung werden der Vergangenheit angehören. Und auch der Bundesmedikationsplan, den man ja jetzt schon nutzen kann, wird dann nicht mehr nur vereinzelt eingesetzt, sondern er wird für alle Beteiligten zur Selbstverständlichkeit. Aber die Akteure müssen miteinander agieren. Und um das praktisch umzusetzen, brauchen wir Infrastruktur, eine flächendeckende Netzanbindung und vor allem ein funktionierendes System. Und das haben wir nicht in allen Bereichen. Und für mich ist Digitalisierung eben nicht, wenn ich zum Arzt komme und dann einen QR-Code ausgedruckt bekomme, damit ich mit diesem QR-Code in die Apotheke gehe und dann mein Medikament bekomme. Und soweit gehört auch, dass wir uns eine teure Gematik leisten seit Jahren und auch hier endlich die Ergebnisse in der Praxis ankommen müssen. Wir müssen an die fundamentalen Fragen ran. Wie viel Datenschutz ist notwendig? Was schadet? Was nützt? Wir müssen die Therapiehoheit der Ärzte stärken. Und wenn wir Daten richtig nutzen, dann können wir frühzeitige Trends erkennen und direkt in die Prävention einsteigen. Wir können bei Zeiten Ursachen bekämpfen. Und das System müssen wir ganzheitlich denken. Wenn wir die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessern, können wir auch massiv Kosten in Zukunft sparen. Also lassen Sie uns die Chancen der Digitalisierung nutzen. Und es gibt tolle Möglichkeiten heute schon. Wir können nämlich heute schon mit VR-Brillen operieren. Wir sind in der Lage, ein 2D-CT-Bild bereits in ein 3D-Bild umzufunktionieren. Wir können Ärzte als Avatar von einem OP in den anderen beamen. Das klingt nicht wie Science-Fiction. Das gibt es schon. Und ich bin stolz darauf, dass es gibt. Das gibt es nämlich weltweit nur dreimal, in Miami, in Singapur und in Oldenburg am Pius-Krankenhaus. Nur, meine liebe Ampel, wer interessiert sich von Ihnen dafür? Diese Projekte müssen finanziert und unterstützt werden, weil das ist die Zukunft der Medizin. Diese OPs, die sind blutarmer, wir haben geringere Falldauern. Und da wünsche ich mir, dass Sie an solche zukunftsweisenden Projekte herangehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die nächste Rednerin ist Lindner Heidmann für Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der verschiedenen Fraktionen, um es noch einmal klarzustellen, Frau Borchert, der Gesundheitsausschuss hat gestern dreimal getagt, einmal vormittags, zwei Anhörungen nachmittags. Wenn Sie das nicht mitbekommen haben, dann überprüfen Sie noch einmal die digitale Kommunikation mit Ihrem Büro vielleicht. Die EPA in Deutschland kommt, das höre ich dieser Tage oft, und ich gebe zu, auch ich nutze diese Formulierung immer wieder, aber eigentlich ist sie nicht richtig, denn die EPA ist schon da. Aber nur 0,8% der deutschen Bevölkerung nutzen sie bisher, weil sie nämlich unausgegoren ist und wenig Vertrauen genießt. Korrekt wäre also eigentlich hier zu sagen, wir regeln jetzt die EPA neu und gehen im Zuge dessen erst einmal davon aus, dass alle Versicherten in diesem Land auch wirklich mitmachen wollen. Und dazu, dass das wirklich klappt, braucht es vor allem eines, nämlich das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in diesem Land. Wir brauchen bei der EPA das Vertrauen, dass die Daten wirklich geschützt werden, das Vertrauen, dass die Versicherten jederzeit die Kontrolle über ihre eigenen Daten haben und darüber, was sie preisgeben wollen und was nicht. Wir brauchen das Vertrauen, dass die Kontrolle, von wem welche Daten zu welchem Zweck verwendet werden, auch pseudonymisiert, wirklich gewährleistet ist. Und die Versicherten brauchen das Vertrauen, dass keine Stigmatisierung oder Diskriminierung aufgrund von dem, was in ihrer Akte steht und einsehbar ist, passieren kann. Was heißt das jetzt ganz konkret? Ich möchte da zwei Dinge ganz konkret nennen in der Ausgestaltung. Zum einen müssen wir uns in den Beratungen die Regeln für die Verschattungen genau angucken. Es wäre denn nämlich wirklich schön, wenn es in diesem Land keine Behandlungen, Erkrankungen oder Medikamente gäbe, die diskriminierend oder stigmatisierend wirken können. Aber das ist leider nicht der Fall. Und deshalb braucht es kluge Regelungen dafür, dass genau solche Medikationen und Behandlungen nicht gegen den ausdrücklichen Willen der Patientin aus der EPA herausgelesen werden können. Und ein zweiter Punkt, der mir im Zuge der Ausgestaltung der EPA auch sehr wichtig ist, dass die Datenhoheit über die eigenen Daten auch für Kinder und Jugendliche sichergestellt ist. Natürlich haben nach der Geburt erst einmal die Eltern vollen Zugriff auf die EPA, aber irgendwann treffen auch Kinder Entscheidungen über Behandlungen oder Medikamente und führen vertrauliche Arztgespräche. Und wir müssen sicherstellen, dass diese sensiblen Daten dann im Zweifel auch vor dem Blick der eigenen Eltern geschützt sind. Und auch andersrum ist es wichtig. Gerade kleine Kinder, die behandelt werden, müssen später auch in der EPA sehen können, wie sie behandelt wurden. Das muss für sie später nachvollziehbar sein. Ich möchte, dass wir in den Beratungen wirklich auf diese Punkte ganz genau gucken, im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher jeden Alters. Und ich freue mich auf die Verhandlungen zu diesem Gesetz. Vielen Dank. Der Kollege Stefan Pilsinger hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich muss ja wirklich sagen, ich bin wirklich überrascht. Ich bin ja oft jemand, der die Ampelregierung kritisiert, aber ich muss sagen, das ist das erste vernünftige Gesetz, was Sie in der Gesundheitspolitik eingebracht haben. Gratulation dafür. Aber Herr hochgeschätzter Herr Staatssekretär Franke, jetzt mal unter uns. Das hat doch nicht der Karl Lauterbach geschrieben, das haben doch Sie geschrieben. Das wirkt für Lauterbach einfach viel zu vernünftig. Aus meiner eigenen Krankenhauserfahrung weiß ich, wie wichtig die Digitalisierung ist. Oft kam es vor, dass am Freitagabend ältere Patienten, die vielleicht nicht mehr so fit sind, sich zu merken, welche Medikamente oder so sie nehmen und sich nicht mehr so artikulieren können, ins Krankenhaus. Und wenn man sie gefragt hat, ja, welche Medikamente nehmen sie denn, dann haben sie mir gesagt, ja, zwar rote, zwar weiße und Akrane-Tabletten. Und wenn man sie fragt, ja, was haben sie denn für Erkrankungen, sagen die, irgendwas mit dem Herz. Und dann schickt man ein Fax, wenn schlecht läuft, am Freitag zum Hausarzt.
Und dann kriegt man am Montag ein Fax zurück mit den Medikamenten und den Diagnosen. Und man ist dann ganz erleichtert, dass man dem Patienten keinen ernsthaften Schaden zugefügt hat, weil man wesentliche Sachen halt einfach nicht gewusst hat. Deswegen ist die Digitalisierung sehr entscheidend. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich dieses wichtige Thema angehe. Nämlich, wir brauchen da einen Schub. Und Deutschland hat noch keine gute Situation in diesem Bereich. Und deswegen brauchen wir einen Schub in der Digitalisierung. Digitalisierung rettet Leben. Bei aller Digitalisierung gibt es aber auch große Verunsicherung, gerade auch bei den niedergelassenen Ärzten. Die haben eine Sorge und die sagen mir, ja, sie würden ja gerne, aber es belastet sie mehr, als dass es irgendwie ihnen was hilft und den Patienten was hilft. Und deswegen wäre es wichtig, dass man auch die niedergelassenen Ärzte und die Betroffenen stärker mitnimmt. Und ich finde es wichtig, dass deswegen das Bundeskanzleramt eine Umfrage in Auftrag gegeben hat, was die niedergelassenen Ärzte, die Ärzte allgemein von der elektronischen Patientenakte halten. Ich würde mir wünschen, dass das nicht das Bundeskanzleramt machen muss, sondern das BMG machen würde. Nämlich, ich glaube, das Mitnehmen der Ärzte in diesem wichtigen Bereich, das ist entscheidend, damit Digitalisierung auch gelingen kann. Und wichtig, damit Digitalisierung gerade im niedergelassenen Bereich funktioniert, ist, dass wir endlich es schaffen, dass die Praxisverwaltungssoftwaren so ausgestattet sind, damit Digitalisierung auch funktionieren kann. Ich weiß es ja aus der eigenen Erfahrung, diese PVS-Programme, die behindern einen, und das sind digitale Steinzeitprodukte, und die müssen endlich weiterentwickelt werden, damit die Digitalisierung auch in der Fläche ankommt. Nämlich, was wir bisher erleben, ist, dass das Oligopol der Hersteller dieser PVS-Programme diese Marktmacht dazu ausnutzt, um Fortschritt zu behindern, weil es einfach sich nicht rentiert. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da was voranbringen. Nämlich, die Ärzte waren ja durchaus bereit, auch zu wechseln zu Produkten, die es ja auch schon gibt, aber die sagen mir dann, ja, ist ja fast leichter, mich von meiner Frau scheiden zu lassen, als das PVS-Programm zu wechseln. Das kann doch nicht so sein. Wir müssen dafür sorgen, dass wir endlich die Rahmenbedingungen so setzen, dass man gewisse Standards setzt, was ein PVS-Programm können muss. Und vor allem wichtig muss auch sein, dass es Schnittstellen gibt, um einfach zu wechseln. Nämlich, man kann doch nicht ewig gefangen sein in einem Schrottprodukt, und deswegen kommt die Digitalisierung nicht voran. Da brauchen wir einen Schub, und da muss sich was bewegen. Ja, ich glaube, in der Digitalisierung ist viel zu tun, und wir sind konstruktiv. Wir wollen an dem Gesetz mitarbeiten, und wir freuen uns, dass was vorangeht in diesem Bereich. Und deswegen freuen wir uns auf die weiteren gesetzlichen Beratungen und auf eine lebhafte Diskussion in diesem Bereich. Vielen Dank. Robert Stübe hat das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen, wie wir Gesundheitsforschung endlich stärken können, weil das haben wir tatsächlich viel zu lange liegen gelassen, das Feld Digitalisierung und Gesundheit. Ganz grundsätzlich, es geht generell darum beim Thema Forschung und Daten, wie können wir eigentlich die Wissenschaft besser mit Daten versorgen, die in der realen Welt, also im Alltag, anfallen. Ich freue mich, dass wir diese Frage jetzt für die medizinische Forschung als Gesetzgeber zumindest ein Stück weit beantworten. Denn das ist der Bereich, in dem unglaublich viele für die Forschung wertvolle Daten einfach anfallen. Im Alltag, in den Arztpraxen, in den Kliniken, bei Studien, bei der Behandlung. Da müssen wir jetzt die Grundlagen schaffen, um technisch und rechtlich voranzukommen. Wir müssen diese Daten vor unbefugtem Zugriff schützen und gleichzeitig der anonymisierten Forschung zugänglich machen. Das geht. Und das Gesetz ist dafür ein Schritt in die richtige Richtung. Ein einfaches Beispiel sind immer die MRT- oder die CT-Scans, wo wir durch viele Bilder, die wir zur Verfügung haben, einfach Muster erkennen können und durch Forschung ermöglichen, dass aus diesen Bildern auch im einzelnen MRT- oder CT-Scan dann Muster identifiziert werden und wir einfach aus der Menge an Daten direkt einen enormen Fortschritt dann auch für Versorgung und Behandlung erreichen können. Ich freue mich, dass ich hier in dieser Debatte auch noch mal explizit die Forschung einbringen darf. Denn wir müssen von vornherein den Gedanken der translationalen Medizin, also die Frage, wie greifen eigentlich Versorgung und Forschung ineinander, noch mal viel, viel stärker anbringen. Und in dem Zusammenhang hat es mich dann doch ein bisschen geärgert,
wenn wir immer nur über Pharmaunternehmen reden und wenn hier darüber geredet wird, dass irgendwelche Krankheiten erfunden werden. Es geht darum, dass unglaublich viele Menschen mit unglaublich viel Herzblut daran arbeiten, zu gucken, wie können wir mit den Krankheiten umgehen, wie können wir Menschen gesünder machen und wie können wir erkennen, was in Menschen passiert. Und das ist nichts, was man diffamieren sollte, sondern das ist was, was man überall loben sollte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Worauf kommt es also jetzt an? Es kommt darauf an, die Gesundheitsforschung noch stärker mit der Versorgung zu vernetzen. Bereits jetzt vernetzt die Gesundheitsforschung ihre Standorte, zum Beispiel durch das Forschungsdatenportal für Gesundheit. Hinweise auf anonymisierte Patienteninformationen können hier im System annonciert und von interessierten Forscherinnen aus Uniklinika angefragt werden. Das System funktioniert. Kerndatensätze sind etabliert und die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder haben seine Sicherheit überprüft. Das Rad muss nicht mal in Deutschland überall neu erfunden werden. Das ist die gute Nachricht und wir müssen das jetzt gut in das Gesundheitsdatenökosystem einbinden. Konkret heißt das, wir sollten die Medizininformatik-Initiative, das Netzwerk Universitätsmedizin und das Gesundheitskonsortium der nationalen Forschungsinfrastruktur, Forschungsdateninfrastruktur einen festen Platz auch geben in dieser Diskussion um die Gesundheitsdaten. Zweitens heißt das, wir müssen noch mal über die konkrete Zweckbindung reden, wofür Gesundheitsdaten genutzt werden. Es ist richtig und wichtig, immer das Zweck zu binden, wofür ich Daten freigebe. Aber ich muss mir auch anschauen, wie können diese Daten im Zweifelsfall noch ein zweites Mal genutzt werden, wenn neue Erkenntnisse dazukommen. Das heißt, wie können wir Gesundheitsdaten auch für zukünftige Forschungsfragen nutzen? Und das dritte Thema ist, wir können uns, glaube ich, noch mal an bestimmten Stellen angucken, wie wir mit Verwahrungsfristen umgehen. Bei der Strahlenmedizin haben wir 30 Jahre Verwahrungsfristen, bei klinischen Studien haben wir 10 Jahre und wir müssen ein bisschen gucken, wie wir das für Forschungsfragen, wenn wir über lange Reihen- und Kohortenstudien reden, auch harmonisieren können. Ich freue mich, dass wir uns da jetzt auf den Weg machen. Ich freue mich, dass der Gesundheitsminister vorangegangen ist, und ich freue mich auf die Debatten jetzt im Parlament. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind ja kurz vor der Adventszeit, deswegen ist es mit der großen Freude eine gute Sache. Und in dieser Freude frage ich Sie, ob Sie die Vorlagen auf den Drucksachen 9048, 9046 und 8798 an die Ausschüsse überweisen wollen, in der Tagesordnung stehen. Das scheint mir der Fall zu sein. Dann verfahren wir so. Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte 10a bis C. Hier geht es um die Beratung des Antrags.